Moin Moin und willkommen zurück. Weiter geht's mit Elden Ring. Wir befinden uns hier in dieser Höhle, wo wir beim letzten Mal Zuflucht gesucht haben. Und jetzt gehen wir mal weiter rein und erforschen diese kleine Höhle. Man sieht, es ist wieder sehr dunkel alles, ne? Aber das macht den Reiz auch so. Die müssen wir leider nochmal besiegen. Obwohl, müssen wir glaube ich gar nicht. Wir haben ja alle schon eingesammelt. Ich kann auch einfach an denen vorbeirennen. Dann killen wir die gleich so. Und dann gehen wir direkt hier weiter. Denn hier erwartet uns auf jeden Fall etwas Großes, wie man sieht. Ob es ein Boss ist oder so, weiß ich jetzt nicht. Aber wir gehen mal da rein. Schauen, was uns erwartet. Okay, Bestienmensch von Farum. Okay. Ah, okay. Oh. Okay. Gut. Also der haut uns gleich mal nieder hier. Streckt uns nieder. Probieren wir nochmal. Okay. Der war wirklich mal flott unterwegs. Aber was soll man machen? Das sind auch mal obskure Gestalten hier, ne? Okay, also. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr aufgesucht habt. Alle Runen in eurem Besitz lasst ihr am Ort eures Todes fallen. Okay, ja, wie beim anderen. Runen würden alle weg sein. So, mal kurz gucken. Wir haben genug Leben dabei. Gucken wir uns erstmal an, wie der ist und wie der kämpft. Gleich mitnehmen. Und dann gehen wir nochmal rein zu dem. Wird wohl nicht das letzte Mal sein, wo wir zu dem reingehen. Aber naja. So, gucken wir, ob wir unsere Sachen einsammeln können. Wo sind die denn? Ah, da. Oh! Okay. Okay. Ah, noch ein Move, okay. Mann, ey. Okay. Okay, warten wir ein bisschen ab. Ah, verdammt. Da konnte ich nicht mehr ausweichen. Ach, komm schon. Wie weit kann er denn vordringen? Ach, komm schon. Oh, verdammte Axt. Das ist ärgerlich. Gleich nochmal probieren. Wir probieren es wieder und immer wieder. So. Ah.
Ah, oh, falsche Richtung. Komm her. Oh. Nein. Oh, schnell hier. Oh. Oh, verdammt. Geschafft. Flammendrachentalisman. Alter Schwede. Gut. Das war wahrscheinlich noch einer der ganz leichten Gegner, ne? Muss man sich nur mal vorstellen. Zum Eingang zurückkehren. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Ist noch irgendwas? Gucken wir mal lieber. Immer noch kein Loch. Wie dumme Sprüche immer, ne? So. Was ist das? Warum immer in Gefahr? Ja. Gut, dann gehen wir zurück. Yes. So, den ersten geschafft. Bleiben nur noch 100.000 weitere. Ja, der war schon, der war auch nicht ohne, war jetzt kein super knackiger Gegner, aber der war schon nicht ohne, muss ich sagen. Krass, echt. Krass, krass. So. Also hier können wir noch einmal kurz auch eine Rast machen, ne? Und dann gucken wir uns noch mal an, was wir da bekommen haben. Nein. So. Inventar. Was ist das eigentlich? Zur Herstellung von gesprungenen Töpfen nötige Behälter. Okay. Erhöht die Resistenz gegen Feuerschaden. Erhöht. Okay. Kann ich noch nicht nutzen, weil ich habe noch keinen Platz dafür, um das anzulegen. Oder? Was kann ich denn da? Achso, warte. Wo ist unsere Ausrüstung? Da, Status. Ja. Nee, da, Ausrüstung. Also. Gucken wir mal den. Über den Ösrund könnt ihr Waffenpfeile, okay. Guck, wir haben ja. Können wir hier noch den. Da kann ich nur wechseln zwischen denen, ne? Na, wir lassen erstmal noch den. Den haben wir schon mal. Kann man vielleicht für irgendwas benutzen. So, raus geht's. Lass uns mal hier weiter forschen, wo wir hinkommen noch.
schnell genug sein. So, ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Da können wir noch was einsammeln. Da leuchtet mal was und denkt, kannst du hochheben? Kann man auch nicht. So, lass uns mal gucken, was wir hier noch so finden. Runenfragment. Das liegt hier einfach so rum? Gut. Okay, wir sammeln jetzt einfach alles ein, was wir finden hier. Da ist noch ein Pilz. Es gibt Purpurtränen und Himmelstränen-Karabänen. Besiegt sie, um sie ihren Typ entsprechende Flaschen aufzufüllen. Ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen, wie es eure Maximum... Achso. Na toll. Ich dachte, es gibt irgendwas Besonderes. Goldschirm der Code. Gut. Da hinten will ich mal längs. Da geht's irgendwie runter oder wo geht's da hin? Sieht aus wie ein Lager. Ist die Frage, ob das Gegner sind oder ob das... Mal gucken, was da steht. Gegner voraus, da abrollen versuchen. Okay, es sind einiges an Gegnern. Ist die Frage, wo wir hin sollen. Wir gehen mal außen rum. Hier steht eine Figur. Kopf. Achso, ich dachte, ich kann den Kopf abhauen oder sowas. Aber kann ich gar nicht. Was wir genau hier machen sollen, weiß ich auch noch nicht. Ich gehe mal hier unten längs. Aber hier an der Seite längs mal nicht. Vielleicht können wir ja irgendwo vorbeischleichen. Zumindest da hinten so ein, wo wir uns einfach erholen können. Seht ihr das? Das nehmen wir uns auch mal mit jetzt. So. Gnade entdeckt. Das sind alles Gegner da, ne? Oh, okay. Oh. Okay. Aber wieso kann ich mein Schild da nicht hochnehmen, wenn ich krabbel? Das ist ja schlecht. Na gut. Macht vielleicht auch Sinn, dass man es nicht kann. Ruinen vor dem Tor. Vielleicht kriegen wir irgendwas Besonderes hier. Was? Sicher, sicher. Da ist ein Soldat. Okay. Warte.
komm nochmal. Okay, das war nicht so gut. Oh, zwei ist immer schlecht. Okay, jetzt müssen wir schnell wegrennen hier. Jetzt bin ich tot. Okay. So. Okay, wir haben natürlich fast kein Leben mehr. Dann haben wir nichts mehr zu trinken. Lass mal zurücklaufen, lieber. So, wir werden uns mal kurz heilen, aber dann gehen wir nach oben weiter, statt hier die Ruinen durchzuforschen. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Das können wir nachher nochmal in Angriff nehmen. Vorher würde ich mich ganz gerne auch noch ein bisschen stärker machen mal. Schauen wir mal. So, am Ort der Naderasten. Guck mal. Das haben wir vorher noch nicht gehabt. Da taucht jemand auf. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. Okay, Melina. I offer you an accord. Ganz Ohr, ich bin ganz Ohr. Have you heard of the Finger Maidens? Fingerjungfern? Nee. They serve the two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden. Okay. Runes into strength, to aid ah, du bist die Gute. Search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Nimm an. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Oh, ein Elden Ring vielleicht? Das Spiel vorbei. Nee. Spektral-Rosspfeife. Okay. Use it to traverse great distances. Ach, das ist das Pferd, ne? It will summon a spectral steed named Torrent. Cool. Treat him with respect. Das mache ich. Stufenaufstieg. Shall I turn your runes to strength? Oh, gerne. My hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Über das Stufenaufstieg könnt ihr Runen ausgeben, um eure Attribute zu verbessern. Mit jedem verbesserten Attribut erhöht sich eure Stufe um 1. Mit zunehmender Stufe steigt allerdings auch die Anzahl der Runen, die ihr dafür benötigt. Ja, wie immer. Also. Was ist denn, wenn man hier in Höhe geht? Dann steigen die Lebenspunkte bei der Kraft. Okay. Stärke. Hauen wir ein bisschen mehr rein, ne? Ist ja die Frage an. Noch haben wir keinen Zauber entdeckt, aber vielleicht kommt das ja noch. Also ich mache auf jeden Fall die Stärke einmal höher. Die Stärke und die Kondition auch. Geschick vielleicht auch. Machen wir erstmal so.
Kannst du einen Zauber bringen? Nee, kannst du nicht. Ich habe keine Zauber gekauft und nichts gefunden. Benutzt die Spektralrosspfeife, um euer Spektralross herbeizurufen und zu reiten. Ihr könnt das Spektralross nach seinem Tod erneut rufen. Das verbraucht jedoch eine Flasche mit Purpurtränen. Hoch zu Ross drückt ihr entweder LT oder benutzt die Spektralrosspfeife erneut, um abzusteigen. Im Hauptmenü könnt ihr über Beutel 6 Gegenstände in eurem Beutel ausrüsten. 4 Gegenstände können ohne Öffnen des Hauptmenüs benutzt werden. Okay. Gut, warte mal, zurück. Dann rüsten wir das doch mal aus hier. Hä? Da. So. Da ist die Pfeife. Packen wir auch mit rein. Das ist doch mal geil. Ah. Ein Doppelsprung, okay. Okay. Kommt die zu mir geflogen? Nee. Man kann sogar einsammeln auf dem Pferd, das ist natürlich cool. Gut, aber lass uns einmal kurz da oben durchreiten. Mal sehen, wo wir da hinkommen. Ich gehe mal ein bisschen zu Fuß weiter. Hallöchen. Wer ist er denn? Der will doch nicht zu mir? Doch, das will er. Ja, da können wir also nicht so richtig schön weiterkommen. Könnt ihr mit dem Pferd durchreiten, ne? Okay, dann geht das Fett weg. Oh! Okay. Oh, das war sein Gesicht. Das fand er nicht so gut. Na komm her, du. Oh, ist da noch mal ein fettes Schwert. Ganz gut platt. Aber wir haben ihm auch ein bisschen Schaden zugefügt. Ich glaube, mit Geduld und Disziplin. Letzter Ort der Gnade.
So, wir reiten nochmal rein. Na klar, dass er mich nochmal trifft hier. Ja, aber klar. Jetzt kommt so ein scheiß Soldat. Nee. Ja, jetzt ist natürlich dumm mit dem Soldaten da, ne? Danke. Na komm. Dämlicher Goliath. Warum ist er jetzt hingefallen, frage ich mich. Warum ist er jetzt so dumm hingefallen? Na gut. Wir haben es geschafft. Er hat uns sogar noch den hier für uns erledigt. Dank ihm. Aber es gab gar nichts. Ich habe gedacht, es gibt jetzt irgendwas. Aber es gibt Netz. Nix. Ist die Frage, ob man einfach jetzt da durch kann oder ob der dann gleich wiederkommt. Dass es gar nicht so ein mega Gegner ist, sondern einfach nur so ein. Naja, so oder so. Wir werden ja auch noch ein zweites Mal schaffen. Ich würde sagen, wir rasten einfach mal. Und ja. Gucken wir mal, ob wir Stufenaufstieg machen. Können wir also tatsächlich machen. Machen wir kurz die Kondition ein bisschen besser. Oder Geschick. Ah, ist eher schwierig, ne? Kondition wäre auch nicht schlecht. Geist. Komm mal, wenn wir Arkanenergie nachher noch arbeiten wollen oder mit Zauber. Dann machen wir das hier. Ein bisschen Kraft, ein bisschen mehr Lebenspunkte ist auch nicht verkehrt. So, bin mal gespannt. Steht er wieder da oben? Er steht schon wieder da oben. Okay. Also den kann man anscheinend immer wieder besiegen. Ist auch ein, ist anscheinend ein schwacher Gegner. Ja. Machen wir aber erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.